Servus und grüß euch vom Stubaier Gletscher. Ich bin der Stefan Giertl, Betriebsleiter am Stubaier Gletscher. Und ich befinde mich momentan am Eisgrat auf der Panoramaterrasse bei perfektem Wetter, bei perfektem Panorama und werde euch heute ein bisschen was über das Skikarussell um die Schaufelspitze erzählen. Wie es der Name schon sagt, ist die Schaufelspitze mit den 3.332 Metern der Mittelpunkt von unserem Skikarussell. Wir befahren dabei unsere fünf Gletscher. Das ist einerseits der Fernaufahner, Gaiskarfahner, Windachfahner, Downfahner und der Eisjochfahner. Die Fahrzeit beträgt je nach Fahrkönnen, je nach Lust und Laune eine gute Stunde, wie man bei uns so schön sagt. Aber es kann auch durchaus länger sein, weil bei so einem Wetter wie heute mit der Fernsicht Richtung Südtirol, ins Ötztal, ins schöne Stubaital kann man durchaus länger verweilen und das auf sich wirken lassen. Ja, dann starten wir bei uns am Eisgrat auf 2900 Meter beim Ausstieg von unserer neuen 3S-Bahn. Fahren wir um zur Bödeli-Hütte. Da starten wir nachher Richtung Bergstation Fanau-Berg. Und dann haben wir das erste Mal schon die Möglichkeit, ein bisschen stehen zu bleiben und das perfekte Panorama zu genießen. Das heißt einerseits talauswärts Richtung Stubaital, Richtung Bad Schakofel. Und dann drehen wir uns um 180 Grad. Dann haben wir die Ötztaler Alpen, den Gaiskar und auch schon den Blick nach Südtirol erarbeitet. Jetzt fahren wir weiter Richtung Einstieg Gaiskar Schlepplift. Oben am Schleppliftausstieg angekommen, an der Jochtolle, haben wir einen super Blick Richtung Ötztal, Richtung Geislachkogel und natürlich der größere Blick, der weitere Blick jetzt nach Südtirol, Richtung Seisalm und Richtung Dolomiten. Weiter geht es jetzt Richtung Einstieg Wildspitz-Talstation. Mit der kurzen Sesselbahn fahren wir dann zum höchsten Punkt bei uns am Stubaier Gletscher. Das ist die Bergstation Wildspitz auf 3210 Meter, aber zugleich auch natürlich der markanteste Punkt von der Aussicht, weil mittlerweile sehen wir auch in die Zillertaler Alpen, talauswärts Richtung Bad Schakofel, Südtirol sehr gut zu sehen und natürlich auch Geislachkogel, Rettenbachferner, unsere Nachbarn in Ötztal. Dann beschließen wir unsere Runde, starten Wildspitz-Bergstation mit der schönen Abfahrt über den Downferner zum Eisgrat auf 2900 Meter Retour.